Hallo und damit herzlich willkommen zu einem, ja, ich mag's gar nicht sagen, einem neuen Let's Play hier auf meinem Channel. Und zwar zu, unten rechts steht, hallo, Musik, Cold Side Version 1.1 von Andro V Games. Die Musik ist weg. Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Lassen wir uns überraschen, ich drücke neues Spiel und, oh, es gibt 6 Level. Ja. Rainy Night. Das Spiel speichert nur am Anfang des Levels. Das ist ja ganz toll. Ja, Level 1. Rainy Night. Cold Side heißt das Spiel. E und X zu interagieren. Okay, die Maus ist ein bisschen sehr langsam. Muss ich mal ein bisschen schneller einstellen. Controls. Nee, warte mal. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte bei Grafik. Nee, hä? Nee, Moment. Game Settings, da. Nee, machen wir mal 16. Apply, yes. So. Und ja, das sieht schon besser aus. Das Ganze ist mit der CryEngine, womit auch Hunt Showdown entwickelt worden ist. Es sieht echt nice aus. Ja, und dadurch, dass das natürlich auch ein Horror-Let's Play ist, würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu einem... Tatsächlich zu einem Horror-Let's Play auf dem Channel. Da steht doch jemand. Hallo? Es ist leider auf Englisch. Ich versuche mein Bestes zu geben. Zur Not hilft Google Translator mich weiter. Oder ich versuche so einiges zu übersetzen. Ja, ich bin hier wieder alleine. Nicht im Stream. Hallo Chat, wo seid ihr? Ich weiß nicht, warum ich das tue. Warum ich hier wieder irgendwie was spiele. Was ich... Naja, gut, okay. So, Computer. Was haben wir denn? Oliver hat geschrieben. Hallo Chris, kannst du dich erinnern? Weird, disgusting, abandoned laboratory a couple days ago. Achso, kannst du dich daran erinnern, wo wir ein verlassenes Labor vor ein paar Tagen besucht haben? So, ich weiß, wo es ist, oder beziehungsweise was wir gesucht haben. Ich weiß, wo es ist. Zuerst müssen wir den Keller finden unter dem Haus. Und dann geht's durch einen Ventilationsschacht in das Laboratorium rein. Ich sende dir die Location, wo es ist, per Mail. Ja, ich weiß. Rainy cats and dogs outside, but it's wanted, trust me. Okay, es sind draußen Hunde und Katzen. Ja, vertrau mir einfach. Okay, der Oliver. Oliver Collins. So, was haben wir denn noch? Die anderen können wir nicht anklicken. Search for a friend. Okay, close. Das heißt, wir sollen einen abandoned... Wer ist denn das? Die Musik... Also da würde ich doch nicht rausgehen, wenn da jemand steht. Nur mal so am Rande. Naja, auf jeden Fall sollen wir ein verlassenes Labor... Also quasi so Lost Place mäßig. Hunter. Wir heißen Hunter. Das wird ja lustig. Das Auto kenne ich irgendwoher. Huch, da sind wir schon. So. Wo ist Oliver? Ja, das werden wir wahrscheinlich rausfinden. Wir haben keinen Körper, aber wir haben unseren Körper gesehen. Und ich muss sagen, ich finde es echt schick. Es sieht echt schick aus. Ich weiß nicht, warum ich ein Horrorspiel alleine spiele. Ich habe keine Ahnung. Das letzte Horrorspiel, dieses Expedition... Wie hieß es denn nochmal? Expedition Zero, das war ja so... Naja, es war cool, muss man sagen. Aber
irgendwann war die Luft nachher raus, auch in der Beta, weil es war ja noch eine Beta, dann ist es abgestürzt. Und ich dachte mir, ach komm, so ein kleines Mini-Horror-Let's Play nochmal auf dem Channel. Ihr guckt das doch gerne, ich weiß es. Und es ist nochmal was ganz anderes, das nicht im Chat zu spielen. Also im Stream. Okay, die Kiste kann ich angucken. Hä, was? Da war doch gerade was da. Steve, where told not fix? Was pipes in the basement? Was? Ich habe dir gesagt, die Pipes zu fixen? You can believe it. Glaubst du an, better call us, when the basement is fluted. Achso. There's better not... Achso, ruf uns nicht an, wenn der Flur überflutet ist. Okay, ja gut, dann... Ja. Haben wir doch gesagt, er soll den Keller reparieren. Und, ja, es ist tatsächlich nochmal was ganz anderes, wenn man das privat spielt, nicht im Stream. I need to something that I'll help break the lock. Okay, wir müssen irgendwas finden, um... Okay. Zu unlocken. Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Bolt Cutter. My name is Cutter. Bolt Cutter. Zement. Hier gibt es jede Menge Zement. Das ist ja super. Okay, Paletten gibt es ja auch. Ist hier irgendwo... Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich eigentlich ein Inventar? Nein, habe ich nicht. Fragen über Fragen. Okay. Ganz schön baufällig hier das Ganze, muss ich sagen. So, ah, was ist denn hier? Hier kann ich was drehen. Hä? Hier konnte ich doch gerade was machen. Was? Ich weiß nicht, wo er es jetzt hergeholt hat, aber wir haben jetzt irgendwie einen Backstein in der Hand. Naja, gut, okay. Ist ein bisschen trashiger, das Spiel? Ja, aber es sieht... Ich muss sagen, es sieht verdammt gut aus. Das macht mir ein bisschen Angst. Das macht mir ein bisschen Angst, dass es so gut aussieht. F für Flashlight. Oder rechte... Was ist RS? Egal. Oh Gott. Oliver, hasn't... Was? Been there yet? Perhaps I'll investigate the lab first. Was? Warum? Wenn doch hier das Schloss vor war, dann kann doch Oliver doch gar nicht mehr hier sein. Weil, warum sollte Oliver sich selbst einschließen? Ja, warum soll ich das Lab alleine untersuchen? Das macht doch gar keinen Zwerg. Hallo? 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 Ist da wer? Secret is found. Okay, irgendwas Geheimnisvolles haben wir gefunden. Keine Ahnung, was es ist. Mal gucken. Wir sind Lost Place Jäger. So, ich mach's mal Taschenlampe aus. Wir haben ja hier Licht. Okay, Zement gibt's hier. Und eine alte Factory. Oh, cooler Effekt. Geil. Das läuft mir so über die Augen. Eine alte Fabrik. Oder, nee. Labor, ne? Oh Gott. Ich passe da nicht durch, ich bin zu dick. Warum bewegt sich das Gebäude denn? Ist das hier erdbebengefährdet oder fährt da immer eine U-Bahn dran vorbei? Man weiß es nicht. Achso. Okay. So, Warning. Das steht ja nicht umsonst da, oder? Dass man hier nicht rein darf. Oh, warte mal, da. Moment. Ah, es geht nicht offen. Es wird sich nicht öffnen lassen. Aber wir haben ja hier einen... Warum spiele ich das alleine? Das ist... Ich... Ich hab Gänsehaut. Alter, meine Haare stehen. Alter, warum spiele ich das? Warum spiele ich sowas? Hallo? 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 Oh, das sind Handabdrücke, oder? Oder sind das Handschuhe? Ich bin mir nicht sicher. Wer hat denn so Patschhähnchen? Was liegt denn da? Was ist denn das? Ist das der Ayuwuki?
Iwookie Annie. Für die, die es im Stream gesehen haben, das Spiel Escape the Iwookie, da hat man auch so Figuren gesammelt, so als Secret. You can move fast holding shift. Will ich das? Warum sollte ich das tun? Muss ich schneller rennen? Es gibt 6 Level im Übrigen. Und das Spiel speichert nur am Anfang des Levels. Und danach muss man alles von vorne machen, oder was? Oder wie? Oder wie darf ich das verstehen? Alter! Was? Wie groß ist denn der Schacht bitte? Was da oben? Wo geht's hier lang? Wer pst denn da? Ich pst gleich mal zurück. Ja, gut. Oh, puh, Gott sei Dank. Alter. Oh, das war aber furchtbar. Okay. Das war aber... Puh, das war aber furchtbar. Was? Das war eine Katze, oder? Empty. Errungenschaft freigeschaltet. Hallo? Ich will da nicht hingehen. Wer ist denn das? Wer ist das? Ich fühle mich ein wenig gerade... ein wenig unwohl in meiner Haut, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, warum ich das immer so spiele. Wir können hier lang, wir können aber auch hier. Ich gehe erstmal hier gucken. Na, die Kiste sieht ja auch sehr vertrauenswürdig aus. Das muss der übergewichtige Nachbar sein, von oben. Oh. Ja, ein Secret found. Und Papier. Hat. Papier, das gute Papier, das gute DIN A4 Papier. Noch bin ich gut drauf. Wir sind ja nur im Lost Place. Was soll hier schon sein? Und wer war das da gerade? Ich schreck mich von der Maus. Hey, cool, eine Maus. Geil, cool. So. Cool, eine Maus. So, ich weiß nicht, ob wir auch rätseln werden. Guck mal hier, 2. And this is interesting. The second level card is required to open the door. Okay, also, es ist sehr interessant. Wir brauchen die 2. Schlüsselkarte, um die Tür zu öffnen. Die Door ist verschlossen. Wieder einmal und sie wird sich nicht öffnen lassen ohne eine Access-Karte. Ich komme morgen wieder. Ich bin sehr stark. Ich öffne so morgens auch immer meine Haustür. So. Hallo? Ist da wer? Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Spiel geht. Wie gesagt, 6 Level. Ist ein Indie-Game? Habt ihr sicherlich wahrscheinlich schon gedacht. Und ich habe keine Ahnung, auf was wir uns hier einlassen. Das ist auch ein schöner Schacht. Und was uns vor allen Dingen erwartet. Ich habe nichts vom Spiel gesehen. Ich habe das gesehen. Das kostet, glaube ich, knapp 3 Euro auf Steam. 3, 4 Euro. Und,
und dachte mir, weißt du was, komm, mach's mal. Nehm Brief Edge. Da Brief Edge heute sowieso ausläuft, ich nehme das heute am Montag auf. Und, ja. Ah. Wir haben die Karte. Kann ich die Tür wieder zumachen, bitte? Und ich muss heute auch noch Brief Edge auch noch aufnehmen. Also nehme ich das gerade parallel alles so gleichzeitig auf, damit ich so ein bisschen vor... Was hat er? Hä? Sind wir jetzt gestorben? Was war denn jetzt? Oder dürfen wir... Ich glaube, wir dürfen da nicht rein, kann das sein? Ich glaube, wir dürfen da nicht rein. Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte schon gerade sagen, ich gehe vorwärts die Leiter runter. Mache ich echt auch so. Okay. Wer läuft denn da? Wer ist denn das? Oh. Oh Gott. Hallo? Hallo, der Place soll doch lost sein. Boah, das sieht aber echt gut aus, das Spiel, muss ich einfach mal sagen. Also die CryEngine, uff, das riecht so scheußlich hier. Okay, Synchro gibt's nicht. Ich vertone das mal. Wie gesagt, ich versuche es einigermaßen zu synchronisieren. Oh, hier gibt's eine Gasmaske. The Gasmask is used automatically in kontaminierten areas. Oh, wie geil. Da fällt mir gerade ein, weil ich das gerade hier sehe mit den Gasmasken und so. Ich muss unbedingt mal dieses Tschernobyl Light mal nochmal spielen. Ich habe das ja mal im Stream angefangen. Und vielleicht mache ich das auch mal als Let's Play oder so. Weil das war echt cool, das Game. Das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Das war ja auch so ein bisschen horrormäßig. Ihr könnt ja mal hier unter dem Video unten drunter in die Kommentare schreiben, ob ihr... Oh, der dicke Nachbar. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das auf YouTube gerne sehen wollt oder lieber im Stream. Dieses Tschernobyl Light. Das würde mich mal interessieren. So, dann gehen wir mal nach oben. Okay, gut. Guck gerade so ein bisschen auf die Uhr, ob ich die Folge nicht so langsam mal beende. Okay, jetzt können wir hier langlaufen. Oh nein. Mit eingeschränkter Sicht, oder was? Die Frage ist, was haben wir hier gemacht? Also, was ist hier im Labor passiert? Okay, da war ein... Okay. Hier brauchen wir die Maske anscheinend nicht mehr. Der hat die automatisch übrigens aufgesetzt. Ah, it's look, the power is off. Okay, es sieht so aus, als würde es keinen Strom geben für diese Tür. Ja, das reicht mir für die Folge. Ich glaube, wir sehen uns, glaube ich, ein andermal wieder. Ich habe mich gerade spontan entschieden, Brief Edge aufzunehmen. Nein, warum spiele ich sowas? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das furchtbar. Und ich denke auch, dass dieses Spiel... Okay. How to get there? Wie komme ich da hin? Verdammt. Auch alle zwei Tage wahrscheinlich eine Folge kommt. Oder vielleicht halt im Wechsel mit Brief Edge. Also einen Tag Brief Edge, der andere Tag dann Horror. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie lange das geht, wie viele Folgen das hier werden. Ich werde mal gucken, dass ich die so auf 20 Minuten schraube, die Folgen. Da flüstert jemand. Control Room. Aber wenn das hier so lost ist, warum leuchtet hier alles noch? Ich dachte, das ist Lost Place hier so. So lost finde ich das hier.
Alter, das ist eine scheiß Figur. Ich erschrecke mich von der scheiß Figur. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber so Lost Place finde ich das gar nicht. Ich weiß nicht, ob die aus Stein ist oder keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Weil wenn hier alles leuchtet, dann haben wir auch Strom. Also zumindest ja, aber... es fehlen zwei Sicherungen. We went ordered to turn off the generators and abandoned the bus... an abandoned place. Wir haben den Generator ausgeschaltet in diesem verlassenen Platz oder Ort. Just in case I plucked out the fuse. Okay, in Eile habe ich die zwei Sicherungen rausgenommen. Say it to... good to dangerous hier. Sie sagen, es wäre zu gefährlich hier. Ja, aber wo sind die Sicherungen hingekommen? Ist der noch da? Du bleibst schön da stehen, ne? Hier im Storage Room bestimmt, ne? Ich weiß doch nicht, ob das eher so ein Wegrennspiel ist, oder also es gibt ja so Horror-Games, wo du dich verstecken musst, wo du wegrennen musst oder so, oder ob du kämpfen musst. Ich weiß nicht, ob das eher ein Wegrennspiel ist, ob das eher ein Kampfspiel ist, so. Hier komme ich gar nicht weiter. Ah, doch, ich kann springen, wusste ich gar nicht. Gut. Wir sind im... Oh, hier ist ein Stapelgabler. Ein Gabelstapler. Ich frage mich zwei Dinge. Wenn das der Storage Room hier ist, ne? Und hier das Büro. Und da die einzige Tür, die hier rausführt. Weil da hinten wird der Stapler ja nicht lang gefahren sein. Der Stapler ist größer wie die Tür, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, gut, nicht ganz. Der könnte durch die Tür passen. Okay, dann nehme ich alles zurück. Was, Oliver Kill? Ich konnte es jetzt so schnell gar nicht lesen. Was mit Oliver? Unsere Aufgabe ist ja immer noch, Oliver zu finden, oder? Und wir wissen ja immer noch nicht, wo Oliver ist, ob der überhaupt hier ist. Der ist ja einfach hier reingegangen. Alter, mach doch noch lauter! Alter! Ich hab mich gerade in die Hose geschissen. Alter, hab ich mich in die Hose geschissen. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ich mach Licht aus und bleib für immer hier. Und chill mein Leben auf diesen Stuhl da drüben. Ich setze mich einfach hier auf diesen Stuhl. So, hier. Hier setze ich mich hin. Mach Licht aus und kauere mich in die Ecke und bleib für immer hier. Bis zum Rest meines Lebens. Hallo? Wer ist denn das da? Ich sehe dich. Du mich anscheinend auch. Alter, ich will nicht, dass mich mehr spielen. Alter. Es war nicht er. Wir müssen hier gar nicht hin. Was wird passieren, wenn wir die Sicherung einsetzen? Du hast die Fuses installiert, aber nichts passiert. Du hast die Sicherung eingesetzt, aber es passiert einfach nichts. Alter, diese Schritte von dem, ne? Machen mich ganz verrückt. Ich denke mal jeden Moment,
Jeden Moment ist hier noch jemand neben mir am Laufen, weil die Schritte so doppelt sich anhören. Ich fühle mich aber gerade in diesem Raum hier sehr sicher, muss ich tatsächlich sagen. Ich würde den gar nicht verlassen wollen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir wieder zurück? Oder ging es hier noch weiter? Vorhin hat er einen Backstein genommen und heute und jetzt fragt er sich an der Tür so, ja, wie kriege ich das denn offen? Strom müssen wir ja wahrscheinlich für diese Tür machen, ne? Schätze ich mal. Ah, wieso passiert nichts? Wir haben die Sicherung doch eingesetzt. Merkwürdig, merkwürdig. Oh nein. Ich gehe nochmal dahin. Oder müssen wir irgendwo anderes was machen? Schalter oben, Sicherungen sind drin. Bist du dir auch sicher, dass das die richtigen Sicherungen waren? Oder ist das irgendwie... Hä, was? Oh, ein Rätsel. Was muss ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe einen Mauszeiger. Ah! Das war ja einfach. Ich weiß nicht... Ich hoffe, ich habe das Richtige getan. Ich kann den Generator jetzt einschalten. Ja. Ah. Ich will nur gucken, ob der noch da steht. Klick. Ich bin schon so vorgeschädigt von anderen Horrorspielen, wo ich mal denke, da steht jemand. So, das heißt, wir können zur Tür, ne? Ich halte das für eine sehr schlechte Idee. Nee, Tür geht nicht offen. Ich kann da reingucken. Komm mal, ich kann da... Da steht jemand. Da steht jemand. Wie gruselig. Aber wofür haben wir jetzt Strom angemacht? Ich dachte, für diese Tür. Okay. Der mysteriöse Generator? Oder kamen wir hier jetzt weiter? Nee, die Tür war ja verbarrikadiert. Okay. Wisst ihr was? Wir finden das am besten in der nächsten Folge raus. Ja. Ob ich das überleben werde, das werden wir sehen. Wir werden uns hier in der nächsten Folge wiedersehen. Ich würde mich freuen, wenn wir, wenn wir uns wiedersehen. Wenn mich nicht hier irgendwas gleich catcht in dem Lost Place. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.